Netflix bringt neue Dating-Show alten Gesichtern heraus. Der Streamingdienst Netflix hat sich bereits einen Namen in Sachen Dating-Shows gemacht. Insbesondere Liebe macht blind, The Circle und Finger weg wurden zu großen internationalen Erfolgen. Letzteres soll sogar eine deutsche Version mit zahlreichen bekannten Influencern bekommen. Leider gingen nicht immer alle Teilnehmer mit ihrer großen Liebe nach Hause, doch die sollen nun eine zweite Chance bekommen. Netflix bringt nämlich eine neue Dating-Show mit Singles aus vergangenen Formaten heraus. Im Spiel der Liebe haben sie ihre eigenen Regeln, teasert der Moderator Nick Lachey, 49, die neue Show Perfect Match auf Netflix an. Mit dabei seien Singles unter anderem aus den beliebten Formaten Liebe macht blind, Finger weg, The Circle, Simole und Sexy Beasts. Das Konzept hebt sich jedoch erheblich von anderen Dating-Shows ab. Die Paare, die am besten zusammenpassen, dürfen Kuppler spielen. Damit sollen sie die Macht bekommen, andere Paare auseinanderzubringen oder die Teilnehmer mit anderen Singles auf Dates zu schicken, die sie selbst in die Villa einladen. Am Ende werde bloß ein Duo als Sieger hervorgehen. Zu den Singles, die bei Perfect Match der Liebe eine weitere Chance geben wollen, gehören die Finger weg, Stars Case de Moor, Chloe Feitsch, Francesca Farrago, 29, Giorgia Hassarati und Itzi Fairtorne. Aber auch Dom Gabriel aus Simole, Carisele Snow aus Sexy Beasts und Cy Wilson aus The Ultimatum sind unter anderem Teil des Casts.